Jo, damit herzlich willkommen zum ersten Livestream in Winter Resort Simulator Season 2. Genau, das Ganze wurde ja, oder sogar vor 3 Tagen. Am Donnerstag war es vor 2 Tagen. Ich blende mal kurz in WRS rüber. Wir haben im letzten Video, ich weiß, am Donnerstag hätte noch eins kommen sollen. Das ging dann mit der Zeit nicht mehr so auf und da waren auch noch andere Gründe dabei. Ich erkläre es nicht alles, ist auch nicht so wichtig. Hier oben die neue Bahn, das ist die Sonnenbahn. Die haben wir beschickt. Ist die Achtersesselbahn, genau. Die führt einfach hier hoch zum Mittelpunkt. Dann haben wir uns noch eine Gondel gekauft. Das hier ist nämlich die Funitel. Und dieser hier, der Sessel da, den haben wir ja schon seit Anfang. Ich hoffe, es laggt im Stream nicht oder nicht allzu sehr. Ich komme gleich zum Chat. Könnt gerne mal kurz schreiben, ob es laggt oder nicht. Genau, ich habe versprochen, dass ich den da beschicke, das habe ich gemacht. Sehen wir, haben gleich 10 vor 8 und um 8:30 öffnen wir. Mit dem Ding da fahren wir nachher gleich hoch zur Funitel, damit wir sie beschicken können. Leider nicht im Multiplayer, das ist eben auch einer der Gründe, warum das Video nicht kann. Beschicken wollte ich eigentlich im Multiplayer in der Folge, damit wir nachher in diesem Livestream hier garagieren können, aber naja, kam jetzt nicht hin. Bettina Lackner, Servus, machst die besten Video der Welt. Ja, es freut mich natürlich zu hören, danke. Jonas J, schönen Abend. Ja, Julian, Seilbahn, Lolo, Servus. Georg, grüß dich. Los geht's, genau. Bisschen lags, aber nicht viel. Okay. Ja, ein klein wenig lags auch bei mir. Ich habe seltsamerweise in letzter Zeit nur noch 20 FPS. Jetzt sind's. Ja, hier drüben sind's 40. Sind es 20, wenn ich da hochgucke, dann habe ich 90. Steigen wir mal ein. Genau, wir sind alleine heute. Ja. Ich weiß gar nicht, wo es am schnellsten ist. Ich glaube, die Straße ist die schnellste Möglichkeit. Ja, die Piste wäre deutlich weiter. Ob ich Hilfe brauche, na. Wir können es theoretisch versuchen. Ich weiß, dass du schon mal bei mir im Safe Game warst. Von mir aus können wir es gerne machen. Glunky hatte eben einfach das Problem, dass er nicht ins Safe Game reingekommen ist. Deshalb bin ich auch jetzt alleine. Weißt du was? Ich versuche es gleich mal kurz zu öffnen im Multiplayer. Wenn es dann nicht funktioniert, dann ist nicht schlimm. Ich parke das Ding einfach mal kurz hier und dann können wir jetzt kurz schließen. Tun wir natürlich speichern. So, dann öffne mal. Das neu startende Spiel. Gut, dann. Ja, können wir es jetzt starten. Okay.
Können wir mal starten. So, gut, der Georg hat mir eben gerade geschrieben, dass sein Mikrofon nicht so der Hammer ist aktuell. Ich weiß nicht, deshalb wird er, glaube ich, gar nicht reden. Das macht doch nichts. Er hört mich auf jeden Fall. Ein Passwort brauche ich ja keins zu machen, wenn ihr es eh gerade seht. Oha. Ja, seltsam. Ich kann den Multiplayer gerade gar nicht öffnen, okay. Aha, jetzt. Gut. Ich sag dir, wenn das Spiel offen ist. Wie gesagt, Glunky, der kam nicht ins Spiel rein. Das ist eben der Grund, warum ich alleine bin. Bis jetzt. Das ist wieder der typische Leck hier. So. Ja, jetzt ist hochgeladen, Georg. Du kannst mal versuchen reinzukommen. So, muss man auch annehmen. Okay, ich glaube, er ist gerade reingekommen. Es hat kurz geleckt. Okay, das heißt, er ist drin. Georg, du kannst dich gerne zum... Ja, du bist schon da. Wenn es für dich okay ist, dann fahre ich hoch. Kannst du hier unten die Stellung übernehmen? Und dann machst du mal alles an. Das kannst du, ich nehme schon an. Ich setz mich mal. Ja, jetzt ist, so, ist dann sogar noch realistisch, wenn ich hier oben bin, dann hört mich ja Georg logischerweise auch nicht. Im Realen wäre das ja so, dann ist das so gar nicht mal so unrealistisch. Aber ich spule mal kurz etwas vor, dann geht's nicht so lange. Ja, dann genießen wir mal die Fahrt nach oben. Heute ist Chat wieder mal ganz ruhig. Und das wie beim Felleralm-Stream. Auf der Felleralm-Map, da war es extrem. Ja, jetzt sind wir schon im großen Spannfeld. Ich weiß nicht, wenn ich oben bin, gehe ich glaube kurz die andere Bahn nochmal anhalten. Das brauchen wir aktuell, die braucht aktuell noch nicht zu fahren. Das ist nur unnötig Strom verschwenden. Genau, ja, ich glaube die Bahn, die halte schon von selbst an und sonst Pech. nee, die halte glaube schon an, ohne wir etwas tun müssen. Tür etwas früh aufgemacht. Ähm,
Ja, die halte schon an. Bremse ist schon eingesprungen. Ja, dann Georg, kannst du schon mal beginnen, unten bereit zu machen. Ich gehe kurz rüber und halte die Bahn an. So. Ja, es fährt sonst noch viel zu lange unnötig rum. Oha, das scheint schon bereit zu sein. Oder er hat angefangen. Ja, Moment, meine Gondel fährt raus. Muss noch kurz umschalten hier. Machen wir mal Stationen auf beide. Dann sich hier auf Beschicken schalten. Hauptgleis. Sich auf Normal- oder Schlussfahr, keine Ahnung. So, hier ist A und B. Ah, tut sich nichts. Versuch mal's. Aha, sich vielleicht hier auf Normal schalten oder Revision. Ja, so passt's. Ist etwas blöd, wenn man nicht sieht, was passiert. Dann nehmen wir die da noch etwas Druck, die ist auf dem C, das heißt C rückwärts. Na, hier drüben geht's nicht, dann muss ich's wohl da machen. Geht's auch nicht. Ah, super. Ja, was? Wir versuchen es jetzt mal so. Ich muss hier noch kurz umschalten, dann können wir gleich anfangen, Georg. So. Da müssen wir noch auf Hauptgleis schalten. Aha, sich Hauptgleis für das da. Ne, egal. Es kommt schon gut. Ist ein Halt genommen. So, Wucht grüßt dich, Seilbahn 2, Servus. Ja, die fahren da los. Ja. Und sie haltet wieder an, super. Das macht er selber immer Gefahr aus, oder was? Oder drückst du das, Georg? Also ich mach nix. Du musst alle Abschaltungen mit Anwurf quittieren, dann A, B, C rückwärts. Aha. Die Kabinen in den Verzögerer stellen. Verzögerer ist ja das da, oder? Ich tue sie noch etwas zurück, so. Dann kommt das gut so. Ah, jetzt. Ja, aha, dann ist der Verzögerer das dort drüben. Dorthin müssen wir alle Kabinen stellen. Ja, in das Ding, da fahren sie etwas rein. Ich glaube, wenn sie im B muss sie sein, kann das sein. Ich glaube, das ist so. Ja, danke, Ulbra, für deine Hilfe. Können wir jetzt nochmal anfahren? Dann fertig, bitte, Georg. So. Sollte jetzt alles gehen.
Ja, Zuschauer sind immer mal wieder etwas mehr und wieder etwas weniger. Also Bereich von 15. Wir hier ja in der Station sind, wo erst Leute ankommen. Als einsteigen können wir die Tore sowieso schon mal öffnen. Na, das lasse ich noch. So, oh, fährt aber nicht los. Ach, jetzt. Ah, jetzt geht's hier. Müssen wir CIS nicht vergessen, oder WPA besser gesagt. Ja, jetzt tut sich da etwas. Ja, hier drüben sehen wir eben die Sonnenbahn, die wir im letzten Video beschickt haben. Der Kristallexpress, der steht ja hier, aber er gehört uns nicht. So wie die Stubraumbahn, die da nach oben führt, oder hier hinten sind noch zwei Lifte, das ist nämlich der 4CLF, Hüllenwiesenlift oder so heißt er, und die Hexenkesselbahn. Genau, darauf freue ich mich schon, wobei es nicht die nächste oder auch nicht übernächste Investition sein wird, denn es macht fast mehr Sinn, wenn wir zur Talstation der Stubraumbahn eh schon eine Piste haben, dann können wir die direkt dann mieten und dann müssen wir nur da eine Piste kaufen. Das macht in meinen Augen fast etwas mehr Sinn. Wir müssen mal wieder reingehen und schauen. Mal schon gleich schwenken müssen. Oh. Die Verzögerer habe ich auch nicht umgeschalten. Das muss ich selber machen, oder wie? Ja, komisch. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich werde da das Tutorial auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen. Ich habe das auch schon einige Male gemacht. Wo ich wohne in der Schweiz. Genaueres sage ich jedoch nicht. Jetzt die Frage, müssen wir anhalten, wenn die letzte auf dem B-Teil, das ist die Hubdrehweiche, ist. Oder wenn die schon Trab ist. Weil bei mir ist die jetzt genau drauf, Georg. Ich glaube, wir müssen jetzt anhalten, ja. Das kann sogar noch sein. So, Georg, könntest du kurz schreiben, ob bei dir die letzte Kabine von der Hauptbahn jetzt auch auf der Hubdrehweiche ist? Ein Stück noch, bitte. Okay. Okay. Er hat schon fertig gedrückt. Muss ich mal schauen, dass ich einen Schalter noch auf der Maus habe, aber trotzdem, trotzdem das Fertiglämpchen sehe. Halt es dann, wenn es gut ist, Georg, bitte. Okay, er haltet dann. Wie lang schwimm noch? Ich nehme an, das soll heißen, wie lange streamst du noch? Ich streame. Keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall werden wir erstmal hier fertig beschicken müssen. Jetzt schalten wir hier auf Mittelgleis. Georg ist sicher voll der Profi in der Talstation und ich hier oben ein bisschen Chaos am Veranstalten. Nee, eine falsche Richtung. So. Ja, wie lange ich streame, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal fertig beschicken. Das Signal geben. Und danach werden wir wahrscheinlich mal etwas vorspulen. Hütten kann man hier ja aktuell nicht beliefern. Deshalb haben wir hier auch nichts zu tun. Georg, du musst einfach nicht vergessen, dass du Mittelgleis, das ist die E, noch kurz auf Vorwärts drückst, weil sonst fahren die, glaube ich, nicht auf die Hubdrehweiche. So, ich weiß nicht, ob ich die schon mal auf Mittelgleis drücke.
Nee, mitspielen kann man aktuell nicht. Auch bei diesem Let's Play will ich eigentlich nicht besonders viele mitspielen lassen, sagen wir so. Klingt vielleicht etwas fies gerade, aber ich kenne Gürk sehr gut oder auch schon etwas länger, sagen wir so. Und deshalb kann er jetzt mitspielen. Man muss noch quittieren. Und ja. Weil ich weiß, dass er keinen Schaden anrichtet, sagen wir so. Oder kein Schaden mit Absicht hab ich nicht gedrückt. Ja, jetzt. Aha. Ja, es war wohl das Fertig noch gar nicht da. Naja, ja, das geht jetzt alles von alleine bei mir. Wenn ein Notfall ist, Georg oder sowas, dann einfach anhalten. Kann ich hier schon mal alles anschauen, die schöne Station. Mir fällt gerade auf, dass das Mittelgleis höher als die Hauptbahn ist. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Können wir auch nach draußen gehen. Ja, hier ist etwas schade, dass das Seil nicht schön auf den Rollen liegt. Da die einfach nur Objekte sind und nicht als, ja, als Rollen, die Stationsrollen, so wie eine Stütze eingetragen sind. Das kann man ja auch machen. Da ist wiederum der Puma 4CLF vom French Modding Team ein gutes Beispiel. Der hat ja 8 Rollen in der Talstation und die passen sich dem Seil an. So was hätte man hier vielleicht auch machen können. Hätte ich etwas schöner gefunden. So, in die Station können wir natürlich nachher auch schauen oder den Antrieb. Jetzt bleiben wir noch kurz hier oben. Haben jetzt dann gleich 15:15 und ja, das kommt gut. Das kommt gut hin bis halb. Was trinken. Ja, Stream läuft heute recht flüssig zum Glück. Die Lags nicht wären, weil ich auf 4K spiele. Mal hier zutun. Licht brauchen wir eigentlich gar keins. Ich weiß gar nicht, wie schnell der Lift jetzt beim Beschicken fährt auf 4 Meter in der Sekunde. Okay. Hier auch Lampentest machen. Das funktioniert auch alles hilfsfertig. Brauchen wir jetzt aber nicht. Dann gehen wir mal schauen. Vielleicht sehen wir hier vorne. Ja, da sehen wir ja schon die erste Kabine. Die ersten zwei. Georg, möchtest du etwas sagen? Okay, möchte wohl nichts sagen. Nee, ja, es wird schon gestaut. Die erste fährt durch und die zweite wird hier angehalten. Ja, privat mit mir spielen kannst du gerne einmal. Ich schau mal, vielleicht werde ich dann irgendwann auch mal ein Community-Projekt machen. So, gab die erste und die zweite ist in der Station drin. Jetzt muss bei mir noch eine auf die Hubdrehweiche. Bei mir geht sich knapp aus. Ich hoffe, bei dir ist auch so. Wenn ich nicht zu früh gestartet habe. Tabplatz. Okay. Aha, H+, ja, dann ist gut. Ja, die werden jetzt hier einfach gestaut. Ein paar Runden fahren und dann geht das alles wieder. Haben wir morgen etwas Stau? Jetzt fährt noch eine fünfte Kabine in die Station und wackelt, bevor sie überhaupt abgeklemmt wird. Okay. Er ist etwas verbuggt hier gerade. Ja, ist gut, Georg. Ich bin auch fertig. Anhalten. Schickung machen wir auf 0, auf normal. Hier auf normal. Nicht auf Schlussfahrt. Vorwärts. Ja, das wäre schon alles, oder?
Ha, Fahrgäste machen wir direkt auf mit Georg. Ist auch schon so weit. Machen wir noch etwas die Geschwindigkeit runter. Dann fehlt uns hier noch eine Absperrung. So, gehen wir mal etwas schauen, wie regelmäßig oder eben nicht hier die Abstände sind. Ja, hier kommt ein Abstand. Ja, das geht schon. Dort, wo der Abstand ist, dann kommt das nachher alles gut. Hier sehen wir den Georg herumlaufen oder jetzt steht er. Genau. Ah, hier kommt die Lastenkabine. Von denen haben wir ja hier drüben noch eine zweite. Sowie hier hinten eine Ersatzkabine, Nummer 25. Gut, ich glaube, ja, muss fast. Die Falkeneckbahn ist jetzt auch an Startpunkt eingetragen. In der Season 1 war das ja nicht so. Hat es bei dir Schnee? Ja, bei mir hat es Schnee. Es sind etwa 10 bis 15 Zentimeter. Machen wir jetzt die auch mal an. Ja, hier der Schalter Handstart ist jetzt auch noch hinzugefügt worden bei dieser Bahn. In den D-Line-Bahnen. So. Georg, hast du die Drehkreuze auf offen gestellt? In der Talstation? Jo, dann passt alles. Dann müssen wir sie hier noch anmachen. Ah, Steam Overlay. Muss mal anders festlegen, eine andere Taste. Wir gehen mal kurz rüber und schauen, ob auch bei der Falkneckbahn alles richtig ist. Und Einstieg geöffnet und so. Dann können jetzt nämlich gleich schon die ersten Gäste kommen. Dann schauen wir noch, vielleicht können wir den Preis noch etwas erhöhen, weil. Ja, wir haben jetzt deutlich mehr Lifte, dann sollten wir auch etwas mehr Geld verlangen dürfen. Ich mache hier an und Einstieg öffnen. So, jetzt passt es hier auch. Übrigens habe ich mich im ersten Video verredet, das ist kein AMD-Textur-Bug. Die Texturen sind jetzt so. Habe ich glaube schon mal in der Folge gesagt, dass ich da einen Fehler gesagt habe. Yolo, wer ist bei dir im Spiel drin? Das ist der Georg. Wo er genau gerade ist? Aha, er fährt. Okay. wenn du gerade schon fährst, dann kannst du uns gerne zur Sonnenbahn fahren. Oder ja, heißt Sonnenbahn, die Achtersesselbahn. Ich sehe, dass da wer drin? Ja, da ist wer drin. Das ist eben der Georg. Ja, wir sehen den Namen gar nicht, wenn wir es. Aha. Hier oben in der Luft ist der Name. Ja, Georg. Der wird jetzt einfach heute nicht reden mit seinem Mikrofon. So. Thomas 7976. Servus. Ah, hier haben wir jetzt einen 4CLF gesehen. Und ich kann nicht beitreten, weil das Spiel auf 2 geschaltet ist. Ja, wir haben, glaube ich, noch keine Gäste. Ja, noch keine verkauften Karten. Hier mal hochstelle 40. Mal auf 43, das passt so. Und du fährst uns gleich zur Talstation.
Ist noch besser. Hier die Piste, die wir in einer Timelapse präpariert haben. Lian Boom, Servus. Was steht an? Ja, was steht an? Wir haben jetzt eben die Funitel beschickt. Jetzt müssen wir mal den Skitag überbrücken. Genau. Dann können wir am Abend dann wieder garagieren, was es zu garagieren gibt. Ich denke als erstes dann schon die Sesselbahnen. Da haben wir die Absperrungen schon angemacht. Und Einstieg haben wir auch geöffnet. Sicherheit nochmal klicken. Machen hier drin auch das Licht aus. So. Dann kurz zwischenspeichern. Ja, bei der Funitel wollten wir dann noch den Antrieb anschauen gehen. Ich denke, das machen wir dann kurz vorm Garagieren. Schnell fährt denn die? Die ist noch am Anfahren. schießt doch Schneebälle auf uns. Ich fahre mal mit dem Ding hoch. Mit dem Sessel. Und da setzt sich neben uns. Jetzt werden wir dann schräg, ne? Wir beide ganz am Rand sitzen. Ich könnte nach dem Stream mit dir spielen. Nee, nach dem Stream vermute ich, werde ich eher nicht mehr spielen. Ich habe noch ein Video zu schneiden für morgen. Außerdem möchte ich auch nicht mehr ewig am PC sitzen. Nee. Ja. Nee, aber ich morgen, ja, mal schauen. Ich werde auf meinen Discord-Server könnt ihr auch sehr gerne kommen. Wenn ich dann mal ein Spiel aufmachen würde, wo andere auch rein dürfen, werde ich das dort auf jeden Fall schreiben. So ein Mist, dass Tauro nicht joinen kann. Ja, Corona-Abstand, ne, Georg? Wer steigt aus? Ne. Sag mal so, wir haben uns geimpft. Also dann bitte, Georg, aussteigen. Unterdessen haben wir auch schon 26 Leute im Gebiet. Ich weiß noch, im Fehler am Let's Play ging das deutlich schneller, da wir ja dort eine Bekanntheit von fast 50% von uns haben. Und diese Leute sind alle mit der Falkneckbahn gefahren. So. Ich mach mal hier, um Strom zu sparen, noch die Geschwindigkeit etwas runter. Aktuell braucht ihr noch nicht so schnell zu fahren. Kommt er wieder mit den Schneebällen. Nicht einfach laufen, umsehen mit der Maus und Schneebälle werfen gleichzeitig. es gibt noch keinen Impfstoff. Egal. Ja, gibt's schon, aber nicht. Haben zu wenig Tests und so. Kannst du noch nicht bestätigen. Alte 4, genau, alte 4. Ja, gehen wir jetzt mal runter zum Antrieb. Ich mach mal Zeit etwas auf Zeitskalierung, Zeit etwas vor. Geh nur zuerst, Georg. Ne, dann geh ich. Mach etwas Licht so. Hier auch. Dann können wir jetzt mal hier vorne, das sehen wir bei den Seilscheiben, wo das Seil hier noch einmal umgelenkt wird, bevor es nach oben geht. Das innere Seil, das muss nicht mehr umgelenkt werden, das passiert nur hinten. Nämlich hier. Da sehen wir eine Umlenkscheibe, die sehen wir von unten nachher gleich noch etwas besser. Hier haben wir zwei Antriebe, vier Bremsen und ein Getriebe natürlich. So.
Und hier unten haben wir nochmal zwei Antriebe, nochmal vier Bremsen. Sowie logischerweise auch ein Getriebe. Ne, ich habe mich getäuscht. Von hier sehen wir die Seilscheibe gar nicht mal so gut. Von der Leiter oben auch nicht. Auf jeden Fall wird hier das Seil von beide Seile umgelenkt. Eins etwas weiter oben, das andere etwas weiter unten. Genau. Ja, ist schon alles sehr gut modelliert. Ich muss echt sagen, mir gefällt ja auch, wenn die hier ja mehr mit Texturen gearbeitet haben. Bei den Details. Das Schöne ist hier die Welle und die Bremsen, alles animiert. Moment, jetzt habe ich einen Blödsinn erzählt. Hat die hier unten so überhaupt Bremsen? Ich gehe mal kurz hochschauen. Ich erkläre euch gleich was. Ja, weil wir sehen ja hier nur ein Rad und wir sehen hier keinen Bremsblock dran und das kommt davon, das sind die Schwungräder, das ist gar keine Bremse, ist das Schwungrad. Ihr müsst euch vorstellen, wenn der Antrieb hier so 1000, 2000 Mal dreht in der Sekunde und der Antrieb nicht überall gleich schwer ist, würde der somit gleich ins Eiern kommen und womöglich sich selber von der Stelle hauen, ja. Deshalb hat man hier so schwere Räder und weil das hier so viele Antriebe sind, hat man so viele Räder. Darum hat sie ja die Schwingräder, wo am Rand ziemlich schwer sind eben. Noch Schwungräder, wie auch immer. Aber Bremsen, ich weiß gar nicht, dann hat die hier unten gar keine Bremsen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Er hat wohl nur hier an dem großen Umlenkrad hier Bremsen. Muss fast. Ich gehe nochmal runterschauen. Vielleicht sehen wir es da unten genauer. Ah ja. Hier auf jeden Fall. Oder? Oder nicht? Ne. Könnte auch noch die Halterung sein. Auf jeden Fall irgendwo hier müssen Bremsen sein. Betriebsbremse hier. Vielleicht hat es auch eine Magnetbremse. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ein Stromausfall ist, geht das ja nicht mehr. Naja. Ich denke, wir gehen mal wieder nach oben. Wir müssen hier noch das Licht ausschalten. So, danke, Georg. Wir haben den Tag schon fast um. Eieiei. Ganzen Tag im Antriebsraum verbracht. Haben wir gar nicht mal die schönen NPCs gesehen. Wir haben überall über 1000 Fahrten, hier fast 10.000, ist ja extrem. Da haben wir 6.000 und dort 1.600. Ja, was ist, Georg? Wo ist da Schnee? Ich glaube, über diesen Skitag ist uns gerade der ganze Schnee geschmolzen. Oder wie? Oder fast der ganze Schnee. Okay. Die Skipisten... 70%, ja. Die Bewertungen... Pisten natürlich nicht gut, ne? Vergessen, die präparieren zu lassen. hier mal wieder runter. Können wir am nächsten Tag mehr machen. Ich hoffe, es kommt bald mal schneien. Wetter, nachts leicht bewölkt, am Morgen sonnig, ebenso. Aha, es ist heute. Nachts und morgen leichter Schneefall. Oh, super. Morgen und in der Nacht sollte es schneien. Ach, heute Abend soll es schon kommen. Ich hoffe, da kommt auch genügend Schnee. Ja, Georg, du darfst entscheiden, entweder wir machen alle gemeinsam oder wir machen so, dass jeder eine Sesselbahn und nachher gemeinsam die Funitel garagieren. Wir könnten so machen, dass jeder zuerst eine Sesselbahn macht und danach gehen wir gemeinsam zur Funitel. Also du meinst zu zweit, oder wie?
Okay, also alle drei Bahnen zu zweit, okay. Ja, können wir auch machen. Du willst. Du bist Gast, ne? Aber wir müssen natürlich noch etwas warten. Der Skitag geht ja noch ein paar Minuten. Na, kurze Frage, Georg. Hast du jetzt die Nachricht bald Feierabend auch erhalten oder kriegt die nur der Host? Okay, du hast sie scheinbar nicht erhalten. Morgen 9 Uhr. Ja, ich habe die Nachricht vergessen vorzulesen. Tut mir leid. Ja. Ich weiß nicht. Ich muss schauen. Kann man hier auch. Okay, geht nicht. Gibt es ein Command, wo wir Skifahren können? So, nicht, dass ich wüsste, okay. Weil Flugmodus und Laufen kann man ja. Ja, es geht, glaube nicht. Dann möchtest du beginnen wir mal mit der Sonnenbahn, dann müsstest du dann da in der Bergstation bleiben. Okay, wenn er hinläuft, dann heißt es wohl ja. Wir tappen uns schon mal nach unten, da steht ja noch das Ding. Wir sehen hier immer noch ein paar Skifahrer. Der Schnee schmilzt unheimlich fest hier. Seit der Season 2. Hier sehen wir jetzt einen Unterschied von dem, was wir präpariert haben diese Nacht und dem, was wir nicht präpariert haben. Man sieht, man muss hier wirklich jeden Tag präparieren und hier ist manchmal fast zu extrem oder zu übertrieben für das, dass es ja eigentlich, ja, für das, dass es, was wollte ich sagen? Für das, dass es hier eigentlich flach ist. Okay, schauen wir mal. Ich sehe jetzt hier auf der Piste keine Leute mehr kommen, dann tun wir den Einstieg zu. Nicht. Parksystem doch nicht. So, Einstieg schließen. Da einer noch. Der möchte nicht durchgehen. Du da. Dann bleibst halt da unten. Pech für dich. Ich mach dir jetzt auf zu. Ne, nicht hier. Ja, hier draußen. So. Drück mal hier das Zis. So. Jetzt. Mach mal gleich noch einen zur Sicherheit, falls ihn nicht genommen hat. Und kannst du, Georg, bitte Geschwindigkeit etwas hoch tun? Seit Season 2 laggt das Spiel unnormal bei mir. Ja, bei mir laggt es irgendwie auch fast mehr. Bei mir laggt es jetzt so, wie es zuvor in Season 1 auf Eishorn hat. Ja, dann sagen sie weltenbessere Performance, ne? Nee, es ist schon etwas besser, wenn man einen besseren PC hat, aber man muss so sehen. Es ist fast eine Verarschung. Da kommen sie und sagen weltenbessere Performance. Und danach heißt es aber, dafür müsst ihr jetzt doppelt so viel Videospeicher in eurer Grafikkarte haben. Das passt nicht so zusammen. Jetzt hat es hier schon wieder Müll. Gut, Weichen passen alle. Sobald ein Georg Signal drückt, weil das Zis da ist, können wir beginnen. Aber ich glaube, ich lasse die jetzt ausnahmsweise noch rein, die Gäste hier. Und noch mal zwei kommen so. Die gehen, der andere nicht.
Okay, theoretisch müssen wir jetzt anrufen, aber der Georg hört uns ja die ganze Zeit. Ich habe jetzt hier nochmal Gäste reingelassen. Du, es kommt zuerst zwei Zis, dann geht's eine Weile und dann kommt noch einen. Der eine da oder die eine, wie auch immer, möchte wohl nicht gehen. Pech. So, aber mehr lassen wir auch nicht mehr hoch, weil jetzt ist 31 da. Haben wir das Recht? Ja. Du bist es selber schuld, ne? Bist etwas zu langsam. Kannst die Talabfahrt nehmen. Also Talfahrt ist leer. Okay. Jetzt könnten wir das theoretisch ins Betriebsbuch schreiben. Haben wir hier ja leider nicht. Ja, der Schrank. Jetzt macht er gegen eine Durchsage. Bitte beachten Sie, dass der heutige Fahrgastbetrieb in 15 Minuten endet. Wir wünschen eine gute Weiterfahrt. Attention. Please observe that today's operation will end in 15 minutes. We wish you a pleasant journey. Ja, das finde ich blöd, was hier steht, letzte Fahrt. Dabei ist es ja in 15 Minuten letzte Fahrt. Da müssen sie vielleicht noch anpassen. Oder cool wäre auch irgendwie, wenn es gäbe, letzte Fahrt und in 15 Minuten letzte Fahrt. Dass es beides gäbe. Ich wohne in der Schweiz, okay. Tauro, wo wohnst du? Tauro wohnt nicht in der Schweiz, außer du meinst, dass ich Tauro bin. Ich bin nicht Tauro. Okay, er hat uns Signal gegeben. Lass mal den noch durch. So. Ah, der Georg schaltet schon auf Servicebetrieb. Und die Station abmelden, bitte, Georg. Also wir könnten es auch so machen, dass wir, dass du deine Station erst abmeldest, wenn der letzte da ist, aber da müssen wir unnötig nochmal anhalten. Das war meine Station unbesetzt, komisch. Georg, du musst nur den einen Schalter neben Anlage ein ausdrücken. Da ist Station besetzen. Der blinkt. Man muss noch mal drücken, oder was? Frag mich, ob das jetzt ein Bug ist oder ob das so sein soll. Ändert nichts, okay. Na, anfangen kann ich auf jeden Fall nicht so. Na, ich kann so gar nicht anfangen. Okay. Bitte weg hier. Ihr dürft nicht hochfahren. Georg, vielleicht geht's, wenn du dich mal kurz zum. Aha, Moment, aber dann kannst du nicht mal hochdeppen. Ist auch blöd. Leider gibt es auch noch sehr wenig Mods. Ja, gibt's auch noch. Nee, ich sage nicht, wo genau ich in der Schweiz wohne. Das möchte ich nicht sagen. Es beginnt da bei mir auch noch zu blinken.
Ja, aber wenn sich Georg runtertappen würde, vielleicht geht es dann, weil. Oder ich schau mal kurz in den Einstellungen, gibt es doch irgendetwas? Unbesetzte Stationen. Geht es jetzt, Georg? Ne, scheinbar nicht. Ach doch. Ich kann aber nicht anfahren. Vielleicht passt was mit der Weiche noch nicht. Dann muss ich da nochmal schauen. Weiche ist auf Garagieren. Man muss einen Bahnhof noch anwerfen oder was? Ah, jetzt sollte es gehen, oder? Ja, super. D-Line passiert das nicht. Im anderen wird es jetzt wohl nochmal anhalten. Komisch finde ich, dass Editor-Modus auch noch nicht auf Deutsch übersetzt ist. Ja, es ist etwas seltsam. Wann kommt der Schweizerdeutsch-Stream? Es kommt wieder mit dem. Ist es gedrückt, Georg? Bimmels dann, wenn er ankommt. Ja, mal schauen. Ja, mein Ziel ist es schon noch vor Weihnachten. An Weihnachten jedenfalls nicht. Ich schau mal. So, soll ich schon runter oder erst später? Ja, kannst du, wenn der Sessel ist, denke ich. Das Garagieren von der Funitel können wir dann noch schauen. Da können wir möglicherweise dann auch umkehren, dass ich dann unten bin. Das Prinzip ist ja in beiden Stationen dasselbe. Und dass man darauf achten muss, wegen der Kabine, die dann runterkommt in der Personalfahrt. So. Eine fährt doch mit 4 Meter beim Garagieren, wusste ich gar nicht. Können dann nochmal hochschauen. Oder können da hochschauen, nicht nochmal. Wir haben es ja noch gar nicht gemacht. Ja. So, aber das Dümmste ist ja die neue Steuerung von den Fahrzeugen. Ja, das Vorwärts, Rückwärts ist echt Katastrophe. Magst du den Kuppelsound? Ja, ich mag ihn irgendwie schon. Das heißt, ich mag es, dass er da ist. Ja. Ob der jetzt gut klingt, könnte man drüber reden. Aber ich finde, ja, ich wüsste jetzt nicht, was mir daran nicht gefallen sollte. Okay. Ja, es dauert jetzt natürlich etwas. Muss man auch Zeitskalierung anmachen. Ja, und hier haben wir das Wartungsgehänge und die Klemme. Ich hoffe, dem Georg ist nicht allzu langweilig dort oben. Wir sehen hier, der letzte Sessel ist jetzt gerade da verschwunden. Der ist also demnächst oben. Ist dann klingeln, wenn er oben ist.
Aha, er hat wohl einen Zis gedrückt, als er angefahren hat. Nee, mach mal. Ist nicht wahr, für was dieser Raum ist, weil es gibt es ja auch als ein Mod, den Kommandoraum. Und da ist da drin eine Toilette. Das macht schon etwas mehr Sinn. Irgendwie habe ich so im Gefühl, dass der BR die Skigebiete schließen will. Aha, Bundesrat. Ich habe aber Angst davor. Nee. Ja, keine Ahnung. Die Transportmissionen sind auch ein Witz. Jein. Ich finde sie schon cool, aber teilweise macht es keinen Sinn, weil sie sagten sehr viele neue Missionen und es ist alles eine Transportmission. So eine Rettungsmission oder wo man irgendwie eine Piste noch präparieren muss oder so. Fände ich halt noch cool, ja. Deseres ist aber trotzdem noch mega geil. Okay, ja, ich finde schon. Ich finde, das Spiel ist zwar noch nicht perfekt, aber es ist schon besser geworden als zum Beispiel das Schneesystem. Ja, das finde ich auch. So, der Georg ist jetzt ziemlich sicher im Sessel drin. Okay. Ja, hier sehen wir schon den letzten Sessel. Ich noch ein Foto machen. Ja, da hast recht. Ja. Ist ja nur das gleiche, okay. Ja, eben. Ist immer transportieren. Ich habe nichts dagegen, aber wenn man dann sagt, sehr viele neue Transportmissionen, aber es ist alles dasselbe Prinzip, nur ist es ein anderer Ort, wo man es hinbringen muss oder herholen muss, dann finde ich das nicht wirklich viele neue Missionen. So, da ist er auch schon. Du willst, kannst du denn die, nachdem du mir Schneewelle zuwirfst, die Weiche dann ausschwenken, dann mache ich den Bahnhof aus. Ich halte dann von hier drinnen an. Ja, das sehe ich auch so. Schade, ist der NPC-Editor noch nicht fertig. Ja. Ja, der fehlt mir echt auch. Weil ich glaube sogar, dass sie mal angekündigt haben, dass der mit Season 2 kommt. Echt schade. So, da ist auch schon aus, okay. Mach ja die Tür schließen. Nehmen wir mal unser Mobil. So, was wollen wir zuerst machen? Funitel oder Falkneckbahn? Entscheidet dementsprechend, wodurch wir jetzt fahren. Kannst entscheiden, Georg. Falkneckbahn. Ja, hätte ich auch gesagt, dann können wir zum Schluss das Beste, ne? Ich finde Züge sehr, sehr, sehr toll. Züge, okay. Ich finde es schon auch cool, aber ich bin mehr so der Seilbahn- oder Flugzeugtyp. Das wäre die Hexen... Was? Das wäre die Hexenkesselbahn. Ja, was ist mit der Hexenkesselbahn? Aha! haben wir uns festgefahren. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Ich dachte es mir gerade auch. Ich sollte Müll einladen. Ja, hier sehen wir, das sieht halt nicht schön aus, finde ich. Wenn wir hier etwas zu weit präparieren, sieht man hier direkt einfach so einen klaren Strich. Fände es halt cool, wenn irgendwie alles, wo präpariert ist, etwas verwischt wird oder so. Der Oberhammer wäre natürlich auch, dass es irgendwo Offroad ein paar Spuren hätte. Ich weiß, ich mag das nicht so, aber man hat da noch ein bisschen ein realistischeres Gefühl. So, hier nehme ich an, bleiben wir einfach gerade beide hier unten in der Talstation. Ja, eh schon beide da sind.
und leer gefahren sollte die ziemlich sicher auch schon sein. Bringen wir alles schön raus. Ja super, dann kann der Georg schon mal anhalten und so. Geh mir den Bahnhof anwerfen. So, Bahnhof ist bereit. Gute Nacht, ich muss schlafen gehen. Ja, dann schlaf gut. Schön, dass du da warst. Jo. Nicht anfahren. Geht's nicht? Ja, geht nicht, okay. Ach so. Ja, mit der Einstellung geht das wieder nicht. Moment kurz, Georg. Kannst du noch mal versuchen, Georg? Ah, geht wieder nicht. Moment. So, jetzt müsste es aber gehen. Ja, jetzt. So. Ja, das Problem war, dass die andere Station, eine Einstellung kann man ja einstellen, wenn ein Spieler in der Nähe ist oder immer manuell oder immer automatisch und so. Das musste ich vorher ändern und jetzt muss ich es wieder ändern, damit er halt von selber die Station auf unbesetzt schaltet. Trotzdem fehlt mir immer noch ein kuppelbarer Vierersessellift. Ja, fehlt mir schon noch, aber ich würde das schon etwas dem Modern überlassen. Weil das wahrscheinlich wieder Ewigkeiten dauern wird. Nee. Vor allem einen von Caravinta mit Teller. Was? Tellerfederklemmen. Okay, kenne ich nicht. Was auch cool, was auch voll geil wäre, wenn es Giovanola oder Fonroll geben würde. Das wäre natürlich auch cool. Georg, hast du es im Griff mit weiche Schalten und so? Ich habe da keine Ahnung wann. Sonst müssen wir einfach so von Auge. Alle ausgeschwenkt, okay. Bei mir nicht. Mal schauen, ob ich die da eingeschwenkt habe. Ja. Okay, aber Georg, weißt du, nach wie vielen Sessel man schwenken muss oder nicht? Weil sonst müssen wir das wohl einfach... Aha, oder steht's hier? Sonst müssen wir das einfach so nach Augenmaß machen. Ne, hier steht's nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass 42 vom B-Abstand einfach hier die Schleife ist. Damit haben wir da 59, ja super. Nicht gerade so eine gute Zahl. Die 1. Ist die 1, ist die 23. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier haben wir die 8. 14, 15, 16,
ja einfach plus 4 dazu rechnen. Was hat er geschrieben? Ich mach's immer auf dem ersten und... Aha, okay. Ja, ja, ich habe die praktisch noch kaum garagiert. Ich habe mir in meinem Video gesagt, dass es etwa das erste Mal ist und da habe ich ja auch einfach von Aug die Weiche geschwenkt. Der Eiger Express ist schon geil, kenne ich nicht. Was ist, aha, dein Lieblingsskigebiet? Saas-Fee kenne ich halt und Zermatt ist auch recht nice, aber ich kenne gar nicht mal so viele Schweizer Skigebiete. Skiregion 12, servus. Hat den Eiger Express, kenne ich nicht, deshalb kann ich dir auch schwer sagen, Seilbahn 2, wie ich den finde. Hier, noch irgendwas anfassen. Ne, die sind alles Objekte. Ja, schade. Mülltonne auch, okay. Feuerlöscher auch. Ja, da hinten ist es schon voll. Ja, machen wir einfach noch ein paar drauf und dann passt das dann schon. Es wird schon aufgehen irgendwie. Kennst Davos? Ja, ich kenne Davos, war da aber noch nie. Wer das nicht kennt, ne? Donald Trump, ne? Nee. Ab Weihnachten kann ich auch Veres spielen. Okay, er kriegt einen neuen PC endlich. moin, bin Beschneier im Skigebiet Lenzer Heide. Ach, okay. Ja, klingt cool. Ich war in der Lenzer Heide noch nie, kenne aber Kollegen, die da oft waren. Oh. Ah, ja, danke, Georg. Ich hätte es jetzt verschlafen. Danke, Georg. Ja, ich war da noch nie. Muss sicher cool sein, dort zu beschneien. Schlafmütze, genau. Ja, von mir aus kann ich schlafen und du machst da fertig. Kannst du auch die Funitel alleine machen. Nee. Adelboden kenne ich auch, war da aber auch noch nie. Flumserberg, Bellwald, Aletsch Arena, Davos, mein Favorite. Okay. Ja. Ja, Aletsch war ich auch schon, Bellwald, ja, aber Bellwald war ich im Sommer, diesen Sommer. Ihr öffnet am 7. Aha, die Lenzer Heide, okay. Ich bekomme Gaming-PC, dann kann ich endlich mal spielen. Ja, super. Alleine die Funitel, kein Problem. Ja, genau. Das will ich sehen. Nee, 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 wir machen das schon gemeinsam. Da bin ich dann wieder wach. Hoffentlich. Haben jetzt 21 Uhr, eine gute Stunde im Stream. Ich glaube, wir haben... Ja, nee. Nee, es ist perfekt geschaltet. Wirklich perfekt. Aber da hätte auch kein Sessel mehr Platz. Weil wenn die unter den Reifen sind, ist das ja auch nicht so gut. Und im Pizol bei Wangs. Das kenne ich nicht. Oh ja, nur der Wind ist jedes Mal die Kanonen enteisen, okay. Habt ihr das oft? Aua. Ah so, da ist der letzte Sessel schon. Georg hat etwas Licht gemacht, super. Ist nicht so dunkel. Worauf ich mal nie auf die Idee kommen würde, warum auch immer. Es ist traurig, wir haben heute nur 3000 Einnahmen gemacht. Woran das liegt? Können wir anhalten. Hast du Weiche gestellt? Ah, da fährt schon los. Wart noch auf mich. Ich noch die Lichter aus. Dann können wir nicht jeden Müll mitnehmen. Mach den noch mal in den Bahnhof rein.
morgen mitnehmen. So, danke, Georg. Ja, ist echt blöd mit dem Rückwärtsfahren. Nee, mach ich nicht, Schiriken 12. Wie findest du Bellwald? Ja, ist schon ein schönes Dorf. Kommt dein ohne G-Pack, kommt nicht in Season 2, nein. Leider. Ich darf es nicht. Ich habe beim Tagatini den Nothalt drücken dürfen. Okay. Ich war mal irgendwo, das Grasjochbahn war das, das ist schon Ewigkeiten her. Da wollte ich so wissen, wie schnell kann die fahren und dann sagen die so, ja, mach da an diesem Rad da schneller, dann wirst du es sehen. ja, irgendwas ist immer enteisen oder einfach ein technischer Fehler, hatte sogar ein Rohrbruch. Eieiei, okay. Ich schreibe da dann nachher was, Schiriken 12, erinnere mich, wenn ich es vergesse. Weil auf den Webcams noch nicht so viel Schnee zu sehen ist. Freut mich aber, werde ich dann mal kommen in nächster Zeit. Okay. Eine Lenzerheide meins wieder. Das Ding fährt hier problemlos mit hoher Geschwindigkeit hoch. Mal kurz schauen, jetzt habe ich einen Pin auf Discord. So. Schon ist er weg. Ah, gehst du in die Talstation? Können wir auch so machen. Die sind noch immer am Abstand regeln. Okay. Hier haben wir den Sound, wenn wir ein Cis drücken, nicht. So. Schön Licht. Da nicht. So, Eieiei, schon wieder so viele Nachrichten. Ja, ich schreib's da dann. Heißt ein Lift. Was heißt denn Liv? Wieso kommt es nicht in Season 2? Ich darf es nicht updaten, sagen wir es so. In der Lenzer Heide. Aha. Am Geisten ist, wenn man mit einem neuen Lightwolf die Haufen verschieben kann oder größere Haufen war 7,5. Okay, 7,5 Meter. Ja, es ist schon cool. Wenn man das hier noch könnte. Nico, servus. Schön, dass du auch mal da bist. ja, ich schreibe es da dort. Skiregion 12. Hier alles auf. Ja, Moment. Hatten wir hier Talfahrten? 352, uiuiui. Ich finde das immer so komisch, auf Fellalm hatte ich teilweise mehr Talfahrten als Gäste im Skigebiet, also müssen da die einen Leute mehrmals auf die Talfahrt mit der Gondel gegangen sein. So sinnlos. Player 3.0, grüß dich. Ich habe die echt noch nie garagiert, auch noch nie das Tutorial gemacht. Aber anhand vom Beschicken hoffe ich, das schon hinzukriegen.
schalten auf Schlussfahrt, Fahrgäste auf ohne und garagieren. Hier auf Haupt. Ne, müssen wir. Das ist die Frage. Wir müssen zuerst aufs Mittelgleis, oder? Mittelgleis. Ach, hier noch schön, dass sie auf dem B-Stück ist. Ist du jetzt angefahren? Hab nichts gedrückt. Muss ich die Einstellung hier wieder anpassen? Musste mal rausfinden. So, eine Kabine hier geht noch raus. Das macht nichts. Da müssen wir ein WPA drücken. So, ja, da läuft jetzt alles schon. Ich durfte mal helfen beim Garagieren, halt viel nur zuschauen und zwei Weichen stellen und eine Durchsage machen, okay. Also Durchsage drücken bei Connect oder selber was sagen. Erst Mittelgleis, Schlussfahrt ist doch das ganz am Ende. Oh, Hilfe, habe ich einen Fehler gemacht? Ja, stimmt. Stimmt, danke für den Hinweis. Das halt jetzt natürlich an. Ja, deshalb konnte er wohl anfahren. Deshalb konnte er anfahren, okay. Ich glaube, die fährt hier sowieso nur 4 Meter. Simsim. Servus. Ich denke, es beginnt dann schon bald zu schneien. Er fährt nicht schneller, dann begrenze ich das hier auch so weit dann. Macht keine Probleme. Selber was sagen, einen schönen Abend. Was? Selber was sagen, einen schönen Abend. Ach, keine Ahnung. Egal. Lass kurz schauen, ich glaube, das Mittelgleis ist jetzt dann schon voll. Hier können die noch. Man hört hier vorne den Antrieb einfach kaum mehr. Das wäre wohl in real etwas anders. Was, ich brauche noch drei Kabinen. Okay. Ja, eine kann ich höchstens noch drauf lassen, mehr aber auch nicht mehr. Wann hast du bitte angefangen? Ich hatte drei Kabinen in der Station. Eine habe ich direkt auf B-Teil gemacht. Die ging dann direkt aufs Mittelgleis und nur noch eine fuhr raus. Die Durchsage selber sagen. Oh, es ist cool, ja. Jetzt muss ich dann aber anhalten, weil sonst gehen mir da zu viele drauf. Schau gleich auf den Chat, muss kurz schauen. Ich hatte in der Station, was, ich hatte eine in der Station, die ist rausgefahren. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, gut. Georg, musst du noch was rauftun oder passt der Rest in die Station? Weil ich kann da nichts mehr rauftun. Felix. Hoi. Silas Zölzer. Servus. Konrad Willscheider. Guten Abend. Ich mache es mit den Förderern. Ja, mach das so. Selber was sagen. Aha. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Du durftest sagen, einen schönen Abend. Okay. Jetzt verstehe ich, ja.
Chapsaye. Okay. Hauptgleis. So. Ich hoffe nur, die Kabinen fahren da nicht raus oder muss ich da noch was extra einstellen? Wäre ich froh, wenn mir das Georg oder das irgendeiner der Zuschauer mal schreiben kann. Muss ich hier nur auf Mittelgleis stellen oder muss ich da noch irgendwie was deaktivieren, damit der nicht rausfährt? Beschleuniger raus. Aha, ja. Beschleuniger machen wir auf aus. So. Muss ich die auch manuell nach vorne ziehen, nehme ich an, oder nicht? Ah, nee, ja, jetzt verstehe ich. Die bleiben hier stehen. Dann türmt sich das alles in der Station auf bis da. Und die vorderste Kabine dann nehme ich noch mit runter. Jetzt verstehe ich's. Aha. Okay. Ich weiß noch gar nicht, ob ich morgen spielen werde. Aber falls es so wäre, dann würde ich das dann auf Discord schreiben. Ich hoffe, der Georg kommt klar unten. Okay, er klingelt, dann... So. Kann man das Spiel schon kaufen? Ja, das kann man kaufen. Spiel gibt es seit einem Jahr und die Funitel hier, die gibt's seit... Ja, hier bleibt sie stehen, da passt alles. Ja, die Funitel, die gibt's... was ist es? 1,5 Wochen. 26.11, genau. Danke, Swiss Let's Play. So, jetzt sollte alles so laufen. Bin gespannt, wann es beginnt zu schneien. Es steht ja abends schließlich leichter Schneefall. So, jetzt sind wir auch schon 1:30 live. Wir können schon ein bisschen was machen. Ich schau mal. Vielleicht werden wir heute noch mit dem Präparieren beginnen. Oder ein bisschen die Pisten, die wir bereits einmal präpariert haben. Die anderen, die neuen dann. Werden wir dann auf jeden Fall auch mal präparieren. Ich denke, da gibt es dann nächste Woche wieder eine Timelapse davon. Weil ich glaube, das ist... sorry. Das ist deutlich spannender, wie einfach so präparieren. In dem Livestream oder so. Hier sehen wir, ja, da kommt noch, kommen noch 2 oder vielleicht noch 3. Zu viele dürfen nicht mehr kommen. Jetzt müssen wir dann eine Personalfahrt mit 2 Stück machen, weil... Zu viele haben hier oben ja nicht Platz und die da möchte nicht nach vorne. Okay. Wenn die jetzt nicht vorwärts macht, dann donnert die andere Kabine in sie rein. Georg, kannst du kurz schreiben, ob bei dir in der Einfahrt die Kabine auch schon ganz vorne bei der Kuppelung abbremsen und dann ganz langsam in die Station gehen. Es kann schon sein, dass das so ist in realen oder so sein muss, aber dann müssten wir theoretisch auf L2 schalten, aber lassen wir das jetzt. Ah, hier kommt noch eine. Ich habe kein Discord. Okay, ja, auch blöd. Hast du Instagram? Kannst du mich dort irgendwie anschreiben oder so? Ist alles in der Videobeschreibung. Servus, Julian. Schön, dass du da bist.
Ja, jetzt kommt keine mehr, oder? Wir haben auf jeden Fall den Cis gehört. Ja, in realen müsste man da wahrscheinlich auf L2 schalten. Fällt bei der Funitel im Veres nicht die Führungsschiene unter den Gondeln in der Station? Ich war mal in Hintertuchs und ich glaube beim Gletscher, was beim Gletscherbus waren, irgendwelche Schienen in der Stationsumlauf unten. Es kann gut sein, es ist aber nicht bei allen Gondeln gleich. Wenn wir es auch dann können wir anhalten. Ja, es ist nicht überall gleich. Es kann gut sein, dass es dort sowas gab. Hier gibt es nicht. Hier haben wir schließlich ein Netz. Und wird diese hier wahrscheinlich eine etwas neuere sein. Ich denke mir halt, man hier einen Bahnsteig hat, dann kann die eh nicht hin und her wackeln. Außerdem hat man zwei Schienen oben, deshalb denke ich, braucht es sowieso nicht. Aber es kann schon sein, dass es gibt. Ich weiß es nicht, ich kenne die Bahn nicht. Beschickung auf 0, dann auf Normal oder Revision? Gute Frage. Weißt du das, Georg? Auf Schlussfahrt natürlich. Auf Vorwärts müssen wir lassen, ja. Garagierung, Revision. Okay. Dann muss ich die von Hand rausschicken, oder wie? Also AST auf unbesetzt, natürlich. Hier habe ich alles ausgeschaltet. Muss noch kurz Station kontrollieren. Wart noch mit anfahren. Muss ich da selber auf Starten drücken, oder wie? Dann muss ich Beschleuniger wieder auf Normal. Das kann auch sein. Nur nicht, dass da gleich alle rausfahren. Beschleuniger auf Normal, sagst du? Tür öffnen. Klappt's wieder nicht zum Anfahren oder wie? Aber die anderen Kabinen weit zurückfahren, sodass alle nicht mehr im Förderer ab. Aha! Oh, wow, wow. Das habe ich nicht, okay. Oh, stopp, 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 stopp. Da ist C. C vorwärts. Jetzt passt's. Wart noch, Georg. Also ich muss Beschleuniger auf Normal. Die anderen müssen aber alle... Aha, muss ich Verzögerer noch ausmachen. Das sein. Ja, dann sollte so alles passen. Ich hätte gerne, wenn du anfährst, dann steige ich nachher gleich ein. Dann kann ich noch kurz schauen, ob da wirklich keine fährt, die nicht muss. Ja, passt. So, und gleich wieder zum Chat. Ich würde wünschen, dass es eine Seilbahn von meinem Zuhause bis zur Schule anstatt einen Bus gibt. Das wäre schon was Cooles. Schuel. Hallo. Geht nicht Instagram. Ja, Instagram kannst du mich auch anschreiben. Sind denn hier die Türen offen? Es muss wohl so sein, oder wie?
Felix, hallo. Na, hier kann man das Fenster wieder nicht öffnen. Da gibt's keine Türen. Doch, die Kabinen haben Türen. kannst du mich grüßen, bitte? Konrad Willscheider. Servus. Grüß dich. Der Verzögerung der Talstation muss halt ohne Gondeln sein, dass die Kabine einfahren kann. Ich denke, Georg hat das schon im Griff. Vertraue ich auf ihn. Muss gehen, war ein nicer Stream. Okay, ja, dann schade, dass du gehen musst. Auf jeden Fall danke, dass du dabei warst, ja. Nee, die Station. Aha, die Station. Ja, ja, die hat keine Türen, aber ich dachte, bei den Kabinen auf dem Mittelgleis, da waren die Türen noch offen, aber das muss ja wohl so sein. Ich hätte höchstens durchlaufen können und überall den Knopf drücken. Ist jetzt eh zu spät. Ja, gerne, Konrad. Ja, Lichter habe ich gelöscht, ja, und Türen sind auch zu, dann passt das. So, sind wir gleich beim Georg angekommen. Das steht da oben. Es läuft dann nach vorne und springt runter. Kommt direkt wieder mit den Schneebällen. So, ohne gleich rauszufallen. Ja, hier schaut ja alles sehr gut garagiert aus. Glückwunsch. Dann ich mach mal die Lichter schon mal aus. Hast du die Bahn aus? Hast du Steuerspannung. So. Okay, ich denke, wir fahren mal zur Garage nach unten. Hast du den Müll in einer Gondel, die kam, gesehen? Oder fuhr die mit dem Müll wieder hoch, Georg? Ich glaube, die ist jetzt in der Bergstation. Ich sehe keinen Müll. Ja, die ist wieder hochgefahren mit dem Müll. Weil habe ich sie doch extra in den Ding getan. Keine Autos, okay. Also wir hatten ja vor dem Müll im Ding hier drin. Hast du den überhaupt gesehen oder nicht? Hab den dann in die Gondel eingeladen. Hast du nicht gesehen, okay. Bitte noch präparieren. Stream war echt unterhaltsam. Ich denke, ist noch nicht vorbei, aber ja, es freut mich zu hören, Julian. Ich könnte wäre starten, du kommst in 5 Minuten vorbei. Nein, ich denke nicht. Ne, ich werde jetzt hier noch etwas spielen. Sofern Georg auch noch dabei ist, dann kann das Stream noch etwas dauern, ja. Ja, super. Aber was ich auch schon mal gesagt habe in einem Video, dass wir mal schauen müssen, wenn wir dann mehr Geld haben, werden wir uns wahrscheinlich eine Version für die Straße, also nicht mit Ketten, wir haben ja hier Ketten, eine für die Straßen kaufen und eine mit Ketten. Damit wir, damit wir besser auf den Straßen fahren können oder zumindest realistischer. Ich glaube, es ändert ziemlich nichts, aber es wäre etwas realistischer.
So, Georg, kann ich dich da kurz ausladen, dann kannst du ein Tor öffnen. Ich fahr da mal neben das Auto rein, oder? Ei. Ja, ist wieder ein dummer Fehler. Ich wollte auf die Bremse drücken. Natürlich, wenn ich auf diese Pedale drücke, fährt er noch schneller rückwärts. Ah, so ist super. Ja, wieder selber Fehler. Dann noch das Geräusch. So provokativ. Ich denke, wir nehmen noch ein paar Schneekanonen mit. Ah, super, machst du das Tor noch auf. So, ich muss noch kurz die ganzen Lichter. 4, 5. Moment. So. Oh, Fräse ist unten. Super, danke. Wir sagen, L und Warnleuchte. So. Ja, präparieren. Okay. Ja, ist schon etwas schade, aber. Warum Georg nicht redet? Ich könnte ja jetzt sagen, das kann er dir selber sagen, aber er redet ja eben nicht. Er redet nicht, da er mir geschrieben hat, ein Mikrofonproblem oder so. Mikrofon nicht so gut ist. Oh, kann ich die da überhaupt dran machen? Mal drinnen geht's, glaube ich, nicht, oder schon? Aha, jetzt siehst du drin. Er ist... Aha! Oh, sorry, ist dran. Okay, danke. Magst du mitfahren oder willst du sonst was tun? Ja, gut. Georg könnte auch rein. Ja, wenn du ein Spiel öffnest. Ja, wir können vielleicht morgen oder so spielen oder vielleicht... Ja, ganz vielleicht noch später, aber aktuell eher nicht. Das Tor lassen wir offen. Rocket League ist besser. Man müsste schon immer dasselbe schreiben. Steiner. Georg, wie viel Schnee hat's bei euch? Fragt Julian. Ihr seid beide Kärntner, oder? 15 cm. Ist ziemlich viel für mich. Okay. Magst du die anmachen, dann hole ich noch mehr. Ist die Fräse unten? Nein. Aha. Es ist das Schild, was ja auch so Präparierspuren macht. Nur unrealistisch, wenn ich dann drüber fahren und die Spuren bleiben. Georg, wie viel... Aha. Ja, halben... was? Also... Okay, der Julian, der hat einen halben Meter... Werdet ihr wohl nicht so am selben Ort oder mal sicher nicht gleich hoch oben wohnen. Und bei mir sind es auch so 10 bis 15 cm, aber das ist ziemlich nass. Wir haben aktuell... Okay, aktuell haben wir 1 Grad. Der kommt auch aus dem Geiltal. Ich bin gerade mal auf 500 Meter. Okay. Seehöhe, ja. Es ist schwierig, die jetzt hier noch rauszubringen. Er kommt beide aus dem Geiltal, oder wie? Nicht, okay. Jetzt regnet's. Oh, nee. Schade. So viel Schnee wie geil bei uns hatte es 2 cm, ist aber seit gestern Mittag wieder weg. Okay. Ja, nee, ich wohne auf knapp nicht 700 Meter. Das Dorf ist 600, wir sind 700.
Georg, ich gehe mit dir mal so Richtung Fangnetz hoch. Willst du kannst noch reinsetzen zu mir? So, ja, schade, wenn es regnet. Gleich besser. Aha, bin aber in einer Stunde dort. Und du meinst im Geiltal oder wie? Okay. Und dann muss ja doch nicht so weit weg sein. Ich frage mich gerade, ob wir sie eher innen an der Kurve oder außen antun. Ich glaube, außen ist fast besser. Ich lasse sie so, dass sie noch etwas auf der Piste steht. Ja, genau. So können wir hier großflächig präparieren dann. Hier runter sollen wir besser kein Schnee schieben. Hey, du bist ja in was, in Reisach oder nicht? Kann heute Morgen nicht arbeiten, weil bei mir Schnee. Okay. Du bist doch der, du bist doch der von der Lenzer Heidebeschneiung, oder? Nee, Jenig, oder? Was? Ist das ein Ort, oder wie? Ah ja. So, es darf denn von mir aus auch bald mal schneien kommen. Hier haben wir ja leichter Schnee angekündigt. Mit Lenkrad so fahren und die Schneekanonen und so, das macht schon echt Spaß, finde ich. Magst du wieder einsteigen? Eieiei. Sorry. Gut, oha, schneit, ja genau. Es schneit, ja, ne, bei mir aktuell nicht, okay. Ja, hier gibt's schon Berge. Was doof, dass wir hier durchfahren müssen. Das scheint ein Ort zu sein, okay. Wir haben 10 cm, okay. Ja, überall etwas anders. Aber bei uns ist so, heute Morgen oder heute Nacht hat es nochmal geschneit. Der restliche Schnee ist an Sonnenhängen schon wieder weg gewesen. Wir sind aber am Schattenhang und da hatten wir bis heute noch Schnee und heute Morgen eben wieder Neuschnee. Fabizio, ja, sehr gerne. Kannst mir sehr gerne ein paar Bilder schicken. Bei uns gewittert es auch. Eieiei. Und es schneit gerade. Okay. So, tun wir die etwa hier hin. Ah ne, hier dürfen wir zwar keinen Schnee schieben. Ich tue mal einfach die Fräse nach unten, dann können wir mal... Flaps rein. Dann können wir mal einfach hier nach unten beginnen zu präparieren. Weil runter dürfen wir auf keinen Fall Schnee schieben. Ist eigentlich viel zu gefährlich. Hier zwar noch eine blaue Piste. Wenn es dann steiler wird, dann können wir ja selber Lawinen auslösen. Ist ja schon fast peinlich, ne?
und die Lawine noch auslöst. Konrad, ja, schön, dass du da warst. Auf Wiedersehen. Interessant. Meine Modellseilbahn war total eingeschneit. Man sah, was man sah, niemand ratet, was ich machen musste. Ja, ausschaufeln nehme ich an. Freischaufeln. So, ich würde hier jetzt ganz gerne so rundherum gehen, damit wir möglichst viel von diesem eben beschneiten Schnee die Piste hochschieben können. Haben auch schon bald wieder 20 Uhr. 22 Uhr, ne. Jetzt war der Schnee, glaube ich, schon am Maximum. Es kann sein. Bester YouTuber, genau. Kein Schnee. Na doch, Schnee. Das Seil war. Seil war gerissen, okay. Ei. So, aufpassen, dass ich hier noch auf der Piste bleibe. Oder am Rand hier. Ich weiß, dass ihr das nur ironisch meint, ne? Nee, ich schwöre, sie war echt voll eingeschneit, okay. Ja, wird es jetzt wahrscheinlich etwas Schnee haben, links. Sieht kaum noch was, wenn der Schnee so staubt. Alpenplay. Servus. Jetzt kommt der Schirikon 12 auch noch. Steiner. Weil sie steht am Boden und es hat 30 cm. Aha, okay. Na dann. Ich glaube, wir machen erstmal unten fertig. Dann können wir nämlich die Schneekanonen mit nach oben nehmen. Ei. Montagsschule, gar kein Bock, ja. Am Schluss dann um 5 Uhr noch unser Lieblingsfach, ne? Ich finde Julo auch wirklich echt gut. Bester YouTuber. Kennst du das Skigebiet Laax? Nee, kenne ich nicht. Guten Abend, Mopa Welt. Ja, servus. Ich will nur, dass er einschleifen. Genau. Ja, das ist Hallstein 2. Ja, hier an dieser Stelle, wo wir aktuell sind, kann man es gar nicht erkennen. Kurz etwas zurück. Ah, der Georg tut da schon die Schneekanonen verschieben, glaube ich. Ja, so. Super. Ist schon praktisch so im Multiplayer. Weil aktuell haben wir ja nur unseren einen Pistenbully oder Lightwolf, besser gesagt. Hast einen Handlanger, ja, genau.
Ja, aktuell haben wir nur das eine Fahrzeug und ich möchte ja immer noch etwas realistisch spielen und deshalb können wir ja nicht so einfach mal einen kaufen gehen. Ist so was. Ah, muss mal anhalten, kann ich Chat lesen. Ist so kannst du. Nee, ich rede jetzt kein Schweizerdeutsch. Ja, ich spiele mit Lenkrad. Ich weiß, fahr trotzdem katastrophal. Du wirst safe mal 1 Million Abo haben. Da bekomme ich auch ein bisschen Geld. Ich glaube nicht, nee. Ich auch, oder was? Keine Ahnung. Felix, du kannst doch selber Schweizerdeutsch reden. Obwohl du hier der Deutsche bist. Die Innenansicht wieder. Nee, Joel, nee, mach ich nicht. Ich kann es zwar auch, aber ich möchte es einmal von YOLO hören. Bei mir liegt da immer Eis. Habe ich die Fräse unten? Ja. Ich weiß, wie er aussieht, ja. Die beiden Steiners logischerweise auch. Alle wollen. Habe ich festgefahren. Hat immer Ewigkeiten, bis er erstmal in den Rückwärtsgang gewechselt hat. Okay, einmal Schweizerdeutsch. Jetzt muss ich nur noch wissen, was sag ich auf Schweizerdeutsch. Was kannst du. Kannst du in den Einstellungen umstellen? Schon? Aber ich glaube, ganz so gut geht's trotzdem nicht, oder? Bei Gameplay, ich schau mal nach. Ah, du meinst Gasbremse als zwei Achsen? Das muss ich halt deaktivieren, weil ich sonst mit dem Lenk, also mit dem Pedal nicht fahren kann. Aha, Fahrtrichtungsumkehr. Ist das neu, die Einstellung, oder gibt es die schon lange? Fahrtrichtung. Ich finde es nicht. Moment. Neu, ich habe die auf 0. Ich schalte was und es schaltet schnell. Okay. Ist das sechste von oben? 1, 2, 3. Aha. Fahrtrichtungsumkehr, okay. Müssen wir einmal Teststrecke machen. Und auf die falsche Pedale klickt. Ja, stimmt, aber ganz so gut wie in Season 1 geht's trotzdem nicht. Hund 129. Hallo. Montag, letzte Lektion. Schlimmer wie nix. Genau. 2 Minuten lang Schweizerdeutsch. Super. Lachs hat. 2,5 Kilometer Piste und ist einer der größten Skiresort der Welt, der größten Halfpipe der Welt. Okay.
darf ich Mod haben? Nee. aber. Muss dann aber auch Moderator spielen. 2 Minuten lang Schweizerdeutsch, super. Ich glaube, die Georg können wir jetzt noch etwas nach unten stellen. Ich mache das mal kurz selber, oder? Aha, sind wir beide ausgestiegen. Ah, höher hoch geht's nicht, okay. Magst du mal fahren? Bleib ich hier drin. Oder hier draußen. Mach, please. Kommt mein altes Intro-Lied. Ich finde, die Schneehaufen, die schauen jetzt schon etwas realistischer aus, wenn die nicht überall gleich hoch sind, sondern am Rand permanent etwas tiefer werden, aber sieht dann halt aus wie eine Treppe, auch nicht so schön. Ist ja nicht schlimm, ja. Wäre geil, wenn man die Fräse der Pistenmaschine abmontieren könnte im Winter. Ja, wäre schon cool. Ei, ich trample hier allen den Schnee platt. Geht mit Modus, okay. Wusste ich nicht. Aha, mit Mods. Ja, mit Mods. Das ist sicher schon so ein Mod, der Georg. Heute kann ich nicht mehr mit dir spielen, aber morgen 9 Uhr. Ja, mal schauen. Ich weiß noch nicht, ob ich dann Zeit habe. Bitte. Ich darf doch safe mit Mod haben. Mach mal bitte Grateful von Netflix. Du hast das auch im Intro genommen, oder Julian? Sich erst mal suchen. Ui, wir haben auch schon bald die 300 Wiedergaben. Oh. Ich trample es weg, Georg. Ja, nee, mehr kann ich nicht, okay. Ah, man kann also Schnee nur bis zu dieser Höhe wegtrampeln, oder wie? Wir haben ja da hinten noch unser Ding. Ich komme mal mit dem da raus. Vielleicht kann ich es damit wegfahren. Habe ich jetzt automatisches Torschließen aktiviert, oder wie? Ich mag das gar nicht. Kann ich das nicht mehr festlegen oder wie? Wo haben wir's? Türen? Nee, habe ich nicht. Okay. Und vielleicht habe ich es auch zugemacht. Keine Ahnung. Den eigenen Discord-Server. Ja, habe ich. Der ist in der Videobeschreibung. Kannst drauf kommen, Felix. Ah ja, du kannst ja auch gerne. Oder wir machen sie sonst etwas weiter. Ja, eine vielleicht noch hier unten und dann den Rest vielleicht noch weiter oben. Weil ich denke, ab der Sonnenbahn brauchen wir zwar keine Beschneiung mehr, aber bis zur Sonnenbahn schon eher noch. Wenn du kannst, klicke auf komm rein. wie lange machst du schon YouTube? Weiß es nicht mehr. Ja,
Im Mai, am 28. Mai sind es 3 Jahre. Oder 4 Jahre. Ich muss nachschauen. Ich, 2018 habe ich gegründet. Sind es 3 Jahre. Ich finde das Lied so geil. Ja, mir gefällt das Lied auch, ja. Ja. So, Georg, ich habe hier die auch schon mal ausgeschaltet, dann kannst du die dann nachher auch noch weiter hoch mitnehmen. Ah, etwas übertrieben sind sie schon, die Schneebergen hier. Aber ich habe ja auch Schneeproduktion auf 10x. Ist das höchste. Wenn man nicht geduldig ist, ne? Nee, ich würde schon realistisch spielen, aber ich möchte halt nicht, dass es langweilig wird zum Zusehen. Wenn es Ewigkeiten dauert, bis da ein wenig Schnee liegt, wobei das in den Timelapse dann gehen würde. Oh, Hilfe. Was? Schon so lange? Ja, schon so lange. Jetzt morgen noch unsere Hausaufgabe fertig machen, Felix. Ein NT-Projekt. Bitte morgen pünktlich. Ich kann dir nicht sagen, ob ich kommen werde. Lieblingspistenmaschine. Ist eine Frage oder wie? Meine ist schon da, Lightwolf oder irgend sowas. Ich mag die schon am meisten. Ich glaube, der Georg der mag am meisten den 400. Kann das sein? Ja, 400W, ne? Genau. Oha. Georg, ich bring das Ding besser mal wieder nach unten. So, kann die noch etwas umstellen? Ich finde, es macht schon Spaß hier. Ist was? Ja, ist meine. Ich habe es mir noch nicht angehört, Felix. Ich habe das Lied mit Schasser Musik, Erkennung und dann das Intro abgespielt und das, so habe ich es rausgefunden. Okay, ja, ich nutze die App auch oft. Ist schon praktisch. Bin auch gerade am Winterresort Simulator spielen und bin im 400 am Präparieren. Okay, ja, es gibt aber nur den 400 Solo. Georgs Reaktion immer. Jetzt haben wir schon wieder ein Minusgeschäft gemacht. ja, geht's jetzt, ne? Yannick Bollhalder, servus. Was schaue Hofen? Was ist deine Meinung zum neu eröffneten
Eiger Express in Grindelwald. Hm. Ich denke, ich kann da keine Meinung abgeben, da ich diese Bahn nicht kenne. Ich schau mal etwas nach, nachher im Internet. So, ich denke, hier unten haben wir jetzt dann genug Schnee. Wenn ich, was? Heiltalerisch rede, dann versteht. Aha, wenn ich geiltalerisch rede, dann versteht keiner was, okay? Morgen kommt der Nikolaus, genau. Und nur zu den Braven. Jetzt nimmt er seinem Sack mit. Achtung, den YOLO holt genau. Nehmt doch mich mit, genau. Ich weiß gar nicht, wie sagt man das auf Hochdeutsch oder Österreichisch. Schweizerdeutsch ist Sammy Klaus und der Schmutzli. Hoffentlich klappt's. Bei dir heute, okay. Heute ist der 5. Also ich habe das so in Erinnerung, dass der am 6. kommt. Ich weiß ja nichts, wie es bei dir ist. Ach so, ja, geht. Ich dachte, man muss von der anderen Seite ranfahren, aber es braucht ja nur das Ding da. Fräse ist aktuell noch unten, super. Können wir hier noch hoch präparieren. Ich denke aber, nachher ist denn der Stream ziemlich bald fertig. Pistenbully oder Prinot, Leitner oder Doppelmeier. Ich sag's komischerweise so, lieber Prinot, aber dafür Doppelmeier. Nein, kannst du mal bitte Vollgas. Nee, mach ich nicht. Nee, ihr könnt nachher mit dem anderen Ding Vollgas gehen, weil der da kann ja nicht mehr als die 25 km/h oder 24. Sie haben aber so ein kleines Ding, das kann 130. Kann man nachher nur machen. Machen wir hier noch etwas Schnee? Was haben noch was zu tun für Discord etwas, okay. DC. Ich habe gar nicht angehoben in der Kurve. Ach, die war nicht unten. Super. Ah, hier. So,
Ach, der Georg, der kommt da. Ja, genau, mit dem da können wir nachher schauen, wie schnell er am Berg runterkommt. Der probier's schon mal aus. Komm auf 140, oje. Okay, ich hatte noch nie mehr als 135. Ich weiß gar nicht, dass im Menü wäre. Nee, Joel, spiele ich beides nicht. Ich habe die Spiele nicht mal und ich will sie ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nicht, warum hier so weiße Flecken auf der Piste sind. Das heißt, es ist ja alles weiß, aber da ist ein helleres Weiß. Seltsamerweise. Da liegt kein Schnee. Ach so. Okay. Oder einfach weniger Schnee, könnte auch sein. Ja, weniger Schnee, okay. Und dann müssen wir schon noch etwas beschneiden. Und dann weiß ich jetzt, woran man sieht, ob es zu wenig Schnee hat. Die Messer ist ja entweder gefüllte Tastatur oder die noch mit den grünen Flecken. Und mir überhaupt nicht gefällt. Da habe ich was ausgelassen. Ah ja. Moderator, Nachricht gelöscht. Kannst du dann Formel 1? Ich habe kein Formel 1. Ich schau mal, ob ich es mir kaufe. Wenn ich es kaufe, dann werde ich es natürlich schon spielen. Sonst habe ich es ja für nichts gekauft. Kannst mir auch einfach das Geld geben. Ah, jetzt beginnt es zu schneien. Eieiei. Ja, jetzt kommt der Schnee. Oh, und es ist gleich auch sehr neblig. Schreibt ihr nach dem Stream. Christoph Manga, servus. Die weißen Flecken sind Eis, wie bei mir. Okay. Es könnte auch vereist sein, aber nee, ich glaube schon eher, dass es was damit auf sich hat, dass zu wenig Schnee ist. So, wir haben jetzt die Piste schon mal gut beschneit, Schnee verschoben und etwas vorpräpariert. Dann lassen wir jetzt die Nacht durchschneien. Am nächsten Morgen dann, das wird dann, wie gesagt, am ehesten wieder ein Video sein, ein Timelapse-Video oder so. Muss gerade überlegen. Es müsste am Dienstag kommen, ja. Dienstag. Da werden wir dann eben in der Timelapse alles präparieren. Auch die anderen Pisten. Das dann eher in der Früh, wenn es dann ja, hoffentlich etwas Neuschnee hat. Und bist du mit dem Fahrzeug, Georg?
Ich denke, die Schneekanonen lassen wir aktuell noch stehen, weil diese Piste hier ziemlich die meistgenutzte Piste. Immer noch nicht genügend Schnee. Ja, eben ziemlich meistgenutzte Piste nehme ich an. Die zudem noch ziemlich weit unten ist, braucht den meisten Schnee. Kannst du noch 45 Minuten? Nee, eher nicht. Ja, dann tschüss, Schul. Schöne Orbik. Musste mal tanken. Mal tanken, genau. Das wäre auch gescheit, ja. Ich habe das Ding noch an Ingame-Tag an diesem Morgen gekauft und jetzt hat's schon kein Treibstoff oder Benzin, wie auch immer. Keros? Nee, keine Ahnung, was drin. Der Spielstand heißt, kommt rein. Ja, wie gesagt, ich schau dann auch. Vielleicht kann ich nicht kommen. Wenn, weißt du, dann werde ich vielleicht mal, wenn ich ein Community-Projekt mache, dann werde ich das natürlich auch hier auf YouTube streamen. Und da wirst du dann auch erkennen, falls ich mal ein Spiel habe, wo andere rein dürfen. So. Ja, Zuschauer gehen langsam etwas. Von dem her denke ich, ist der Stream jetzt dann auch bald vorbei. Wie oft ich noch streame oder Community Streams oder so, das kann ich aktuell ja gar nicht sagen, da ich gar nicht weiß, wie lange ich noch WRS spielen werde oder so. So, heben Fräse an, gehen mal in die Innenansicht. Ah, da kommt er uns entgegen. Ich versuche jetzt in der Innenansicht reinzuparken. Ich glaube oder ich hoffe sogar, dass ich gar nicht schlecht dran bin. Ja, anhand vom Schild sehen wir, dass wir ziemlich in der Mitte sind. Stottert etwas. So. Schild runter, Fräse runter. Flaps aus. Alles Mögliche noch ausschalten. Lichter aus. Das Blinklicht noch aus. Ah, das wäre alles. So, danke fürs Türen öffnen, ne? Mir schon. Ja, Georg, das Wichtigste. Also, aber ich vergesse es halt einfach mal so, ne? Kannst du auch raus? Können wir jetzt schlafen gehen, dann geht am nächsten Morgen früh die Schicht dann wieder los mit dem Präparieren. Wie gesagt, in der Timelapse vermutlich. Hast du noch eine Feierabend-Schneeballschlacht möchtest du? Man sieht jetzt kaum mehr, was die Schneebälle sind und was Schneeflocken. Die dürfen in dein Game, die Moderator. Ja, es ist eigentlich sowieso gerade zu Ende und außerdem habe ich das Spiel auf 2 gestellt und 2 Leute sind schon drin. Soll ich die Tür schließen? Jetzt erfrieren wir am nächsten Morgen, wenn wir in das Fahrzeug einsteigen. So, heute, was haben wir gemacht? Genau, ich gehe mal in den Flugmodus, dann können wir uns nochmal alles anschauen. Ne, nicht Walk. Ich muss den Flight eingeben. Ich Trottel. Wir haben hier die Funitel gemeinsam
mit der angebotenen Hilfe von Georg beschickt. Dann haben wir ja den ganzen Skitag durchgespielt, im Anschluss alle drei Bahnen wieder garagiert. Ja, und ich denke schon ziemlichen Einsatz geleistet auf der Piste. Es kommt ja wieder Schnee, aber wir haben beschneit und präpariert und so. Ich denke, da sind wir gut dran für die weiteren Folgen. Ja, auf jeden Fall für heute wäre es das gewesen. Ich danke herzlich fürs Zusehen. Ja, ich hoffe, ihr schaut auch nächstes Mal dann in den Videos oder auch in den nächsten Streams wieder mit rein. Genau. Ich mal ins Outro wechseln. Ja, genau. Nee, wenn es mal online ist. Ja, wir können mal schauen. Mal schauen dann mal. Genau, dann, ja, vielen Dank an Georg für die Hilfe in diesem Stream natürlich. Na, jetzt habe ich schon umgeschalten. Nee, das will ich eigentlich noch nicht. So, und genau, er schreibt noch, kein Problem. Ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.